Und da sind wir auch schon wieder. Ja. Nächster Tag, beziehungsweise für mich, nächste Sekunde. Ja. Mal gucken, ob er noch da ist, aber müsste eigentlich. Ja. Brrrm. Dann rennen wir mal hoch. Schwupps, da sind wir. Sollen wir einfach mal umbringen? Ist jetzt Survival-Server, ne? Voll doof, dass es nur Rüstung gibt. Naja, Skin-Mod muss ich... Ach nee, halt! Wollte gerade schreiben, muss ich noch hinzufügen, aber dann weiß ich, dass das halt wieder Daten sind. Muss noch hinzugefügt werden. Aber... Walker ist doof und sagt immer nein. Er und sein F muss immer alles Vanilla sein. Irgendwie komme ich mir gerade vor bei Evolve Yourself. Was hast du zu mir gesagt? Sabine in der Falle. Was ein Arsch. Warum Vanilla? Weiß jetzt nicht, was Vanilla heißt, oder weiß er nicht, warum das hier Vanilla sein soll? Und ich meine dein Vater, würde ich gerade schreiben, aber lass mal lieber. Ich meine Walker? Fragezeichen? Hä? Weiß ich doch nicht, ob du ihn meinst. Meinst. Du, was schreibe ich für eine Scheiße? Weiß ich doch nicht, ob du ihn meinst. Easy! Sag mir nicht, du nist es. Bitte, was? Sag mir nicht, du nist in echt Walker, dam, dam, dam. Doch. Ah, komm doch dahinter. Ist aber, wie gesagt, komm mal, mein Let's Play Account. Yep. So, okay. Ja, die Höhle hat ja mal gar nichts gebracht, das heißt, wir müssen echt gucken, wie wir an Ressourcen rankommen. Vor allem, wir haben ja schon angefangen, diesen Tunnel jetzt zu bauen, aber wenn selbst die Höhle, die ja relativ weit runter ging, da absolut kein Eisen gab's, das ist echt die Frage, wie tief wir den Tunnel bauen müssen. Alter, aber dass der Captain Mapchen echt so geizig ist, oh mein Gott. Schreibt einfach so, ups. ja. Das heißt, wir haben echt. Schissel de Dissel. No. Wie kommen wir am günstigsten an Ressourcen ran? Ich meine, wir könnten natürlich noch nach anderen Höhlen suchen. Aber wir haben ja hier schon in der Nähe überall geguckt. Ach, was kommt? Ah, die Hälfte schon wieder fertig. Sehr schön.
Wir können mal gucken, ob hier im Wasser irgendwie ein bisschen was so an Ressourcen ist. An Höhlen meine ich doch. Seht ihr gerne mal so unter Wasserhöhlen. Hier zum Beispiel. Auch wieder Kohle. Leck mich doch. Wo ist die Fackel? Nein, die Fackel ist weg. Das kannst du nicht antun. Die war doch noch so jung. Hä? Licht an! Tiger! Jetzt bin ich der Licht an King. Hallo? Licht? Ich will mal irgendwo Licht. Hallo? Da. Okay. Achso, hier war eine Krisenhöhle. Du machst Let's Plays und warum redest du dann über dich, als würdest du dich doof finden? Um dich zu verwirren. Kupfer! Noch mehr Kupfer! Kupfer, 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 Kupfer! Ist doch kein Eisen, aber fast genauso gut, oder? Wäre doch eigentlich, ja. Ich habe keinen Plan, ob, also es ist fast genauso schnell, aber glaube reicht, also hält Kupfer nicht so lange. Beweisstück A, gerade hier eine Axt kaputt. So, hier scheint es nochmal runter zu gehen. Noch mehr Kupfer. Geiler Matto. Oh, hier ist ja, ne, wenigstens Kupfer. Jetzt macht auch der Zinn wieder Sinn. So. Applaus, das hast du geschafft. Yay! Und er ist gegangen. Zu stark verwirrt. Scheint's der Game selbst wieder. So, wollen wir mal gucken. Oh ja. Geht hier gut tief runter. Das war's schon. Was ist da hinten? Der war hier, ich war doch gerade was Hellgraues. Oder auch nicht. Ach nö. Hört auch schon wieder auf. Digga, was geht? Danke. Ah, ist ein bisschen dumm. Egal. Gut, kriegen wir wenigstens wieder Kupfer und Zinn, woraus wir denn Bronze machen können. Oh, ich sehr schön, ich geh's ein bisschen weiter runter. Wow, oh, ein bisschen zu schnell runter für meinen Geschmack. Nein. Mann. Da. Holy moly. Ja. Aua, 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 aua. Hoffentlich wage ich mich jetzt hier gerade nicht zu viel und komme hier nie wieder raus. Boah, Alter, Scheiße. Okay, man kann hier. Okay. Noch komme ich hier raus. Aber ich muss langsam echt aufpassen, dass ich hier nicht zu übermütig werde. Beim Runtersteigen. Vor allem muss ich halt hier auch aufpassen, dass wir hier nicht auf Monster treffen und dann nicht mehr hochkommen. Machst du gerade ein Let's Play? Bin ich im Video? Yep.
Oha, hier geht's aber ganz schön runter. Nicht wirklich. Hab bloß 10 plus Abonnenten. Oha, ja, wie befürchtet, hier geht's ganz schön. Gut, die Frage ist, können wir uns hier runterbauen? Fuck, sieht eher schlecht aus. Ich probiere es einfach mal, mich hier irgendwie in den Fels zu bauen. Nehme ich mal an. Ja, und ich bin im Internet, nehme ich mal an. Das stimmt allerdings, ne? Ich meine, das Internet vergisst nie. Also so gesehen hat er jetzt schon Geschichte geschrieben. Man wird meinen Namen nie wieder vergessen können. Ist eigentlich sowieso die Frage, ne? Ich meine, man sagt zwar immer, das Internet vergisst nie, aber die Frage ist, wie lange gilt das wirklich, ne? Also ich meine jetzt nicht so auf Jahrzehnte bezogen, sondern so wirklich auf Jahrtausende, weil ich meine, klar, das Internet als solches wird es zwar wahrscheinlich immer geben, aber also der Grundgedanke hinter dem Internet wird es vielleicht immer geben, weil Vernetzung ist halt alles, weil Kommunikation ist A und O. Aber die Frage ist, wird es das Internet, so wie wir es heute kennen, immer geben? Und wird es damit auch die Seiten und die Server, die wir heute kennen, immer geben? Und wenn nicht, wenn die Daten, die es heute gibt, dann auf die neuen Server übernommen oder nicht, ne? Und damit, wie gesagt, solange sich das Internet, wie wir es heute kennen, immer geben wird, werden natürlich auch unsere Daten weiterleben, sag ich jetzt mal. Aber eben, die Frage ist halt, was, wenn es das Internet, wie es heute gibt, in ein paar Jahrhunderten, ein paar Jahrtausenden nicht mehr gibt. Also so wirklich, ne, jetzt in historischen Zeiträumen gesehen. Kann die Spinne gar nicht die Wände hochkrabbeln? Ey, die Spinne sieht so süß aus. Hui. So, aber eine perfekte Treppe. Sehr schön. Du kommst mal nach da. Eisen! Wir sind endlich auf Eisen gestoßen. Vor allem dadurch, dass der Höhleneingang... Oh, noch mehr Eisen. Geil! Ich will jetzt mal ganz kurz gucken, ja? Bitte nicht hauen. Okay, ich habe nur ganz kurz die mittlere Zahl angeguckt, ja? Nur die mittlere Zahl habe ich angeguckt. Und die war, glaube ich, minus 140. Das heißt, man muss echt auf unter minus 128 gehen, wahrscheinlich, damit man hier irgendwann mal auf Eisen kommt. Das ist schon heftig. Ja, jetzt haben wir hier relativ, ne, viel Eisen. Klar, es ist natürlich im Vergleich zu Vanilla, also zu dem V7-Map dann und so, absoluter Witz. Aber habe ich meinen Namen falsch geschrieben? Nö. Gott, ich weiß doch gar nicht, wie man auf YouTube Links bildet. Wie heißt du auf YouTube? Also ich mal, ich nehme an, dass du das da hochlädst. Warte mal kurz. So, dann machen wir ganz kurz eine Aufnahmepause und in der Zeit gucke ich auch mal ganz kurz, wie man mich am besten auf YouTube findet, weil eigentlich, wenn man meinen Namen eingibt, findet man mich auch direkt. Mal gucken.